Also mein Profilmoment, das war das Sommer 2011. Da war ich Praktikantin beim Profil im Wissenschaftsressort, was sehr, sehr spannend war, weil ich damals studiert habe und gedacht habe, ich wäre Wissenschaftlerin und es mir aber ein bisschen öd war und ich dann draufgekommen bin, Wissenschaftsjournalismus ist einfach viel cooler, weil man lernt trotzdem urviel und man muss dann nicht ewig lang an irgendwelchen Studien arbeiten, sondern man schreibt schnell runter und die Leute lesen es auch noch. Und das war der große Profilmoment und der besondere war, dass ich damals meine allererste Covergeschichte geschrieben habe. Es war im Sommer und ich glaube, es gab ein bisschen einen Mangel an guten Ideen oder an irgendwelchen Dingen, die passieren. Es war quasi Sommerloch und so kam dann die Idee, ich mache gemeinsam mit Tina Göbel eine Geschichte über die Entstehung des Menschen. Und so haben wir dann eine lange Covergeschichte geschrieben über die Evolution des Menschen. Ich weiß noch, das Coverbild, es war weiß. Und dann war da so ein kleiner Neandertaler vorne drauf. Das ist eigentlich ganz cool ausgeschaut. Die Geschichte war irgendwie ganz nett. Sie hatte nicht wirklich einen Neuigkeitswert, weil wir haben echt ewig lang gesucht, um irgendwie eine gute Ausrede zu finden für diese Geschichte. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, weil mit der Tina Göbel zusammenzuarbeiten war super. Und ich habe urviel gelernt und es war meine erste Covergeschichte. Und ich habe das Profil noch immer zu Hause und darum weiß ich auch noch so genau, wie dieses Cover ausgeschaut hat.